Hallo Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Play Saints Row the Third. Und das war voll übertrieben von mir. Und ja, ich sehe es gerade und das mache ich sofort wieder weg. Machen wir mal die Einstellung, aber dafür kommen leider keine Erfolge mehr, wenn ich die Benachrichtigung ausstelle. Aber egal, ich stelle mich gleich mal hier auf beschäftigt. Und das sollte ich eigentlich auch machen. Ja. Nein, da machen wir komplett offline. So, hier ist so eine kleine. Ja. Einleitung, nein, Special. Genau. Hier, nimm das. Und das wollte ich hier schon mehr aus immer ausprobieren. Ah, jetzt habe ich aber nicht genug. Schade. Ich wollte eigentlich den Molotow-Cocktail aufs Wasser werfen und schauen, ob der brennt oder nicht. Anscheinend würde das, glaube ich, mal nicht funktionieren. Aber egal. Und ja, schauen wir mal auf die Karte. Was machen wir denn so Schönes? Das ist der erste. Warte, warte, warte. Total verlesen. Das ist der erste, der Anfang. Okay, egal. Ich wollte aber mal was ganz anderes ausprobieren. Ich wollte mal die ganzen hier Sachen mal durchgehen, etwas, weil ich ja versucht bin, das Spiel auf 100% mit euch zu spielen. Das heißt, es dauert sehr, sehr lange. Allerdings, das wird seine 60 bis 70 Folgen wahrscheinlich haben. Anscheinend vielleicht auch ein bisschen mehr. Wenn ich die Add-ons so runterlade, dann wird es dann vielleicht sogar ein bisschen mehr sein. Ich schätze mal, auf gutes Ende mit allem drum und dran sind wir bei 100 Folgen. Könnt ihr euch mal schon mal drauf einstellen. Und Saints Row 1 geht ganz normal weiter und wenn ich Saints Row 1 fertig habe, werde ich nochmal sagen, ich mache danach Saints Row 1, mache ich dann nochmal Saints Row 2. Genau, jetzt habe ich's. Meine Güte. Und vorab wollte ich doch noch was ganz anderes machen. Ich wollte mal auf Speichern gehen. Ja, wir sind hier bei 13% noch, dass ich das weiß. Weil ich schreibe die Prozentzahl jetzt immer mit und so und ha, tralala und tralala. Und ich will aber Fahrzeugdiebstahl machen. Welches nehmen wir denn? Ein Halbert. Ja, komm. Die sind ziemlich cool. Und Rod Brixton, 500 Geld, 100 Respekt. Ziel auswählen, habe ich das gemacht? Ja. So. Zeigt ihr mir auch hin, wo in die Karte, wo das jetzt genau ist? Hä? Macht das nicht? Naja, was soll's. Ach doch. Boah, Entschuldigung. Doch, macht er. Jo. Schauen wir mal. Okay, es war ein bisschen zu früh. Scheiße. Es war wirklich zu früh. Aber was soll's. Und da holen wir jetzt erstmal ein schickes Auto und dann klauen wir ein anderes Auto dafür. Ja, ist ein bisschen blöd, aber naja. Aber wir haben hier letztes Mal den schicken Blade rausgeholt. Gefunden, ne? Und aufgemotzt. Mein absolutes Lieblingsauto. Der Wummer. Ich würde ihn gerne so nehmen. Der Wummer. Oder der schwarze Blitz oder sowas, weiß er nicht. The Dark Knight vielleicht. Oder das GPWF-Mobil. Vielleicht das wird auch nicht schlecht. Das haut hier alles weg, das ist so geil. Okay, es ist auch ziemlich aufgemotzt worden. Und jetzt hätte ich hier fast die Bremse vergessen. Drücken. Und ja, für was Fahrwege, wenn es. Ach, was habe ich vergessen? Ja, das bringt uns hier ziemlich viele Polizisten gerade ein. Vielleicht zwei Stück. Aber egal. Da möchte ich aber gern. Oh, und da sagte einer, Michael Jackson wäre tot. Ich glaube nicht. Nein, 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 nein. Vergiss es, vergiss es. Wollt mich doch die Polizei knapp aus dem Auto rausziehen. Das könnt ihr vergessen. Das mache ich nie im Real Life und werde ich auch nie in. Ja. Wie heißt das Welt überhaupt? Virtual Game machen, genau. So, jetzt dürfen wir ein bisschen suchen, bis der Wagen da irgendwo in der Gegend rumsteht.
Oder der wird dann irgendwann, glaube ich, mal angezeigt, habe ich gehört. Und derzeit können wir auch ein bisschen dann die Gegend erkunden, natürlich. Das ist auch nicht schlecht. So wie Gebäude und sowas und Immobilien und genau so. Bandoperationen entdeckt gerade. Und allem Möglichen. Ah, da hinten ist er. Der wird jetzt auf der Karte als Auto angezeigt. Macht das alles etwas einfacher, aber ich glaube, das spiegelt sich wieder nicht zurück, kann man sagen. Also in der Meinung hier, es wird sich auf die ganze Mission auslegen, dass wieder schwieriger wird, anscheinend, oder auch nicht, ich weiß es nicht. Und ich bin, glaube ich, mal brutal falsch gefahren. Ach, Oh, Entschuldigung. man. Ja. Mein Fahrkönnen und mein Orientierungssinn ist legendär. Also legendär. Nicht vergessen. Und das war ja sowas von übel. Aber das krieg auch nur ich hin. Sowas. Also verfahren und dann noch so auf der Straße landen, ja. Aber egal. Wir haben doch Nitro, oder? Ach, das ist das auf X. Ach, scheiß Kurve. Nicht auf X. Auf jeden Fall sind wir eine Stange zu weit gefahren anscheinend. Besser gesagt, ich. Oh, der müsste jetzt genau vor uns tauchen. Ja. Ich möchte aber. Nein, nein, da was. Oh, warum haust du ab? Hättest du normal überholen können. Oh mein Gott. Warum machst du mir das Leben so schwer? Muss ich dich erschießen? Ich glaube, ich muss den erschießen jetzt langsam. Oder wir schnappen uns einfach den zweiten. Oh mein Gott. Warum ist das jetzt so schwer? Da hinten fährt er. Ach, da, ich bin wieder vorbeigefahren an der meinen. Nein! Bleib stehen! Du kommst hier nicht raus. Genau. Okay, wieder zurück. Ja. Mit dem kleinen Smart. Da wollte mich doch die Polizei gerade aufhalten. Das darf doch nicht sein. Sind wir hier in Need for Speed oder was? Dass ihr hier eine Straßensperre einbauen könnt. Und ja, Abkürzung gibt's ja auch. Tach, das darf nicht wahr sein. Aber das wäre cool in Need for Speed, wenn auch noch die Polizisten auf der Straße stehen würden. Dann wird's ein hübsches Gemetzel werden. Wenn man da mit dem Porsche Carrera GT reinfahren würde in das Auto und da der Polizist neben dran stehen würde, oder hinten dran am besten. Dann wird das ein Blutbad werden. Und auch und andererseits ist da Bandenoperation. Operation, bla bla bla. Aber es wird ein bisschen schwer, weil Polizisten da sind. Deswegen packe ich doch mal mein. Warum kannst du nicht rüberspringen? Spring doch rüber. Oder wir laufen außen rum von mir aus. Ich habe keinen Bock auf die Polizisten gerade. So. Oh, auch ganz nett hier. Ja, schnell. Den ersten, zweiten. Okay, die MP bringt es gerade nicht so aus der Entfernung. Genau. Hier wieder ganz viele Sprachfehler. Bei Battlefield vorhin war das nicht so, wo ich aufgenommen habe. Aber was soll's. Da habe ich eigentlich jeden Schuss ziemlich gut getroffen und jetzt treffe ich da gar nichts mehr. Wisst ihr was? Ich packe mal meine Pistole aus. Geht auch viel schneller. Und auch viel geiler hier und präziser noch dazu. Wenn da diese blöden. Da ist noch einer. Ja!
4 von 32. Wow. Wow, den will ich haben. Den will ich haben. Ah, der ist so schnell, der ist so schnell. Boah, das war mindestens ein 5-Meter-Jump ins Auto. Ach Gott. Eieiei. War das nicht ein bisschen zu viel? Egal. Wir schauen das nächste an. Was machen wir als nächstes? Wir machen mal Attentate oder Herausforderung? Machen wir mal Attentate. Attentate, ich möchte gern. Drogenkrieger lässt die Saints nicht mitspielen. Korrupter Cop, das hört sich doch gut an. Wo ist er denn? Oh, hier glaube ich mal ganz in der Nähe sogar noch. Das trifft sich doch alles herzallerliebst. Und ja. Ich weiß es gar nicht. Ich wollte noch was sagen, jetzt habe ich es vergessen. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, genau das. Das, was ihr jetzt gerade gedacht habt, das wollte ich nicht sagen, genau. Ja, mir fällt jetzt nur noch eins ein, dass ich dieses Video nicht jetzt sofort hochladen werde, weil ich da jetzt etwa an einer anderen Arbeit bin. Also wenn ihr dieses Video seht, dann würdet ihr jetzt so langsam wissen, dass das Video nicht so schnell hochgeladen worden ist, wie sonst. Also das heißt, dass es etwas ein paar Tage hinterher ist. Und das liegt daran, wegen dem Projekt, was ich gestartet habe oder gestartet habe. Vergangenheit, die Leute wollen das Video erst später anschauen natürlich, oder nach dem Projekt. Aber egal, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Bald wird ein Infovideo rauskommen oder geht schaut auf meinen Kanal, da wird das Infovideo sein. Das ist doch nicht so weit, so nah, wie ich gedacht habe. So für andere Ende der Stadt, was soll das? Oh Mann. Egal, was soll's. Reden wir über Saints Row. Ich habe ja letztens Saints Row 1, der 21. Teil war das, da habe ich ja angefangen mit Saints Row 4 zu reden. Das wissen vielleicht nicht viele, aber es wurde Saints Row 4 angekündigt. Es ist noch nicht der Release-Tag, es ist auch noch nicht angefangen worden anscheinend. Es ist nur gesagt worden, es wird ein Saints Row 4 herauskommen. Wann das rauskommt, das ist auch nicht gerade zu sagen, aber. Es wird wieder geschätzt, dass das Saints Row wieder alle 2 Jahre rauskommt, so wie bei den anderen Teilen. Da waren Saints Row 2 auf 3 waren sogar 3 Jahre. Und Saints Row 2 auf. Nein, auf 1 auf. Auf 1 auf 2 waren. Jetzt muss ich wirklich nachdenken. Da waren es sogar. Da waren es 2 Jahre nur. Ja, da waren es nur 2, glaube ich doch mal. 2006 ist Dings rausgekommen. Saints Row 1. Und ich weiß gar nicht, was sollen wir jetzt hier übermachen? Wir sollen hier diesen Typ töten. Ist er das? Oder warte mal, ich schau mal nach. Jetzt drücke ich da wieder falsch drauf. Ich schau mal nach. Nein, das war's nicht. So, der goldene Junge des Syndicate im Steeport Police Department ist Leutnant Goshin. Gott, den will ich nicht aussprechen. In New Colvin, so nennt man die Nordosten von Steeport. Oh Gott, ich kann nicht mal lesen. Wie auch immer, macht doch etwas Lärm. Okay, das mache ich. Dann kommt er wahrscheinlich zu dir, knallt ihm ab und blablabla. Okay, das ist ja alles klar. Das werden wir machen. Wir machen etwas Lärm. Mal schauen, wie schnell ich das Auto in die Luft kriege. Ach, das trifft sich hier gut. Polizei, hier, komm mal her. Bist du das? Nein, das sieht nicht aus wie er. Who's next? Okay, mit der Ausrüstung Level 4, dann geht das Auto, glaube ich, schneller in die Luft. Weil das ist ja so eine Explosionsmunition, haben wir ja gelesen. Schlagst du mich jetzt? Die schlagt mich jetzt! Habt ihr das Gesicht gesehen? Was willst denn du hier?
Alter. Okay, das will nicht in die Luft. Und richtig Krawalle macht es ja auch nicht wirklich. Naja, da machen wir ein bisschen anders, der Krawall. Ja, so geht's ja auch. Machen wir halt ein bisschen mehr Krawall als sonst, schätze ich mal. Syndicates am Hals und die Polizisten dazu, statt nur Polizisten. Und ich gehe wieder gleich hops. Hätte die. Und die kriegen das nicht mal mit. So, jetzt. Ach, komm halt aufs Maul, halt aufs Maul. Und kommen wir zu viele von denen. Oh Mann, oh. Wenn ich mir Ruhe lasse. Aber was soll's. Die Polizisten haben wir jetzt nicht auf dem Kopf, aber die Syndicates dafür. Warum nicht? Das macht doch so viel Spaß. Geh runter von einem scheiß Heli. Was können wir noch machen? Ach, die wollen sich wirklich mit mir anlegen. Ich hab hier nur eine Pistole und ihr habt einen Helikopter. Was soll das? Ich mach euch trotzdem kaputt. Alter. Okay, sie sterben schlecht. Ah, ich will den nicht abschießen, sonst krieg ich noch mehr Dings auf mich gezogen. Ich fange ihn, ich fange ihn, ich fange ihn. Oh, schade. Ach, Pech. Okay, schauen wir mal. Dominanz. Nicht Dominanz hier. Immobilien. Kaufen wir. 1000. Wie viel Geld haben wir überhaupt? Bargeld. 3646. Und wir sollten eigentlich mal anfangen, eine Mission zu machen. Hahaha. Und Dankeschön fürs Auto. Dass ihr ausgestiegen seid, das war echt genial. Und wir machen jetzt einfach mal den Auftrag, bevor wir hier ewig brauchen. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ich da diese Nebenaufträge. Ja, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ich die Nebenaufträge alleine machen könnte oder auch nicht. Das bleibt eure Sache. Das tut ihr bestimmt eigentlich. Nicht ich wirklich, weil ich sollte das ja eigentlich blind spielen. Und ich könnte weiß, was ich alles Mögliche machen, wenn ich die Aufträge da nicht, ja, alleine bestimme. Also nicht die Aufträge, aber die Nebenmissionen wie Attentate, Autodiebstahl und was war das eine? Herausforderung, genau. Deswegen könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ich das machen kann oder nicht. Wenn ihr Nein sagt, dann mache ich es auch nicht. Ja, das ist nicht euer Ernst. Herzliche Begrüßung. Hier, ich würde nur was futtern gehen.